Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, wo ihr auch immer seid, irgendwo vor einem Bildschirm auf dem Handy. Wir freuen uns, dass ihr zum zweiten Wortwechsel seid eingestiegen bei der AUNS. Wir haben heute zwei Studentinnen als Gast, wobei die eine ist knapp eigentlich fast nicht mehr Studentin, gell, Camille? Das ist Camille Lothe von Zürich und Stefanie Gartemann von Mathe bei Interlaken. Stefanie Gartemann ist erst gerade Studentin, gell, ein halbes Jahr. Genau. Sie studiert JUS und hat jetzt auch mit Camille auch gerade ihre Semesterpause, bevor es am Ende wieder weitergeht, ins nächste Semester. Camille hat auch ihre Semesterpause gehabt, aber sie hat auch ein bisschen weniger Ferienfeeling gehabt, weil Camille ist sonst noch sehr engagiert. Unter anderem gibt es ihre Berufsschule bei den kaufmännischen Lernenden, gibt sie Unterricht. Sie ist Präsidentin von Jungen SVP und Zürich. Ja, was habt ihr heute Morgen jetzt so gemacht? Habt ihr euch jetzt auf das Zoom-Meeting vorbereitet? Oder Stefanie, bist du Skifahren, schnell auf Wengen rauf? Nein, das wäre ein bisschen kurzfristig gewesen. Ich habe mich noch vorbereitet und nachher habe ich noch ein bisschen Strafrecht gemacht und dann habe ich noch Kassensturz geschaut. So, das okay. Mache ich ab und zu noch gerne. Okay. Strafrecht hast du noch ein bisschen studiert. Also kannst du uns das irgendwie in verständlichen Worten schnell sagen, was? Also, ich habe mich mit der Fahrlässigkeit auseinandergesetzt. Also, es gibt ja so verschiedene Abstufungen, oder? Habe ich es mit Vorsatz gemacht? Ist es eventuell Vorsatz gewesen? Also, habe ich es einfach in Kauf genommen, dass der Erfolg eintritt? Also, zum Beispiel, ich nicht wollen, dass er stirbt, aber das ist okay, wenn er ist gestorben. Eine Fahrlässigkeit, wenn ich es unsorgfältig habe begangen, einfach zu wenig habe überlegt, das könnte passieren. Genau, das habe ich wirklich angeschaut. Und irgendwann mal wirst du getestet werden auf diesen Fächer? Genau. Gell, du hast mir gesagt, als JUS-Studentin hat man im ersten Jahr auf einmal wie einen Grund eine Basissache. Und nachher spezialisiert man sich dann irgendwo her, oder? So, ja, genau. Also der Bachelor ist allgemein noch so ein bisschen, halt in die verschiedenen Richtungen. Wir haben jetzt Privatrecht, Strafrecht und Öffentlichrecht. So, dass man dort halt mal so ein bisschen die Basics mitbekommt. Was geht es eigentlich genau? Was gibt es für Prüfungen, Ausnahmen etc. Und das halt dann auch können anwenden. Wir haben auch viele Übungsfelder dazu, die wir dann praktisch lösen müssen. Genau, und das tut sich dann immer so ein bisschen weiter spezialisieren, wo man dann je nachdem auch verschiedene Fachrichtungen kann besuchen kann. Aber es ist dann vor allem eher im Master, wo man sich dann so ein bisschen entscheidet, in welche Richtung das geht. So, wie du tönst, gefällt dir? Hast du einfach mal richtig entschieden? Ja. Ja, bis jetzt ist alles gut. Und Camille, was hast du heute so gemacht, bis jetzt, heute Morgen? Ja, also heute Morgen habe ich noch etwas mit der Uni arbeiten. Ich studiere ja nicht nur an der Uni studieren, sondern ich arbeite auch schon gleichzeitig dort. Und wir haben gerade Forschung, die wir betreiben, eben zu News, Online-News. Und genau, das war so ein das Programm gewesen. Hast du aber zu dem, als Politikwissenschaftlerin, wo du in der Forschung drin bist, kannst du uns das noch ein bisschen genauer beschreiben? Wo, in welchem Bereich, weißt du, wo das dann auch ein bisschen in den Alltag reinragt, deine Forschung? Ja, also jetzt aktuell, die Forschung ist eigentlich sehr alltagsbezogen, weil wir schauen an, was hat es für einen Einfluss bei Nachrichten, wenn man eben dort zusätzlich wird darauf hinweisen, dass der Artikel eher von der rechten Perspektive oder eher von der linken Perspektive geschrieben ist. Weil wir haben schon ein Problem, dass die Leute ein bisschen verlernt haben, Nachrichten zu hinterfragen und sich selber Gedanken machen. Und wir versuchen gerade herauszufinden, wie kann man das eben ein bisschen steigern, dass die Leute auch, wenn ich genau, das wäre so ein bisschen der Alltag, den man bei mir dann sieht. Okay. Ich hoffe, ihr, liebe Zuschauer,
gehört und sieht das. Bei mir blockiert es gerade ein bisschen. Gewisse Sätze habe ich nicht mitbekommen. Camille, egal. Wir steigen mal ein bisschen ein. Wir haben uns ein paar Themen überlegt. Und ein Thema ist halt, ich meine, grundsätzlich ist ja das Thema vor allem das Thema, das uns Schweizer immer so beschäftigen: Freiheit, Eigenständigkeit, Souveränität, selber entscheiden, was läuft in unserem Land. Und da haben wir immer wieder so Anhaltspunkte, so Anschauungsmaterial, wenn man in die EU überschaut, wie es dort so läuft mit Eigenständigkeit. Und zum Beispiel, wenn du jetzt beobachtest, Camille, wie die EU Impfstoffe verteilen, wie das so läuft in der EU und das vergleichst mit der Schweiz. Dein Kommentar. Ja, es ist halt natürlich immer schwierig, wenn man halt nicht nur als Land selber muss bei sich schauen muss, sondern eben da noch eine supranationale Organisation hat, die mitentscheidet. Und ich glaube einfach grundsätzlich, wenn ich das so in der EU beobachte, sehe ich das eher als ein grosses Hindernis, wenn man da eben noch muss auf der oberen Ebene das alles absegnen und organisieren. Aber andererseits muss ich auch sagen, die Schweiz finde ich momentan auch nicht gerade auf Kurs. Also ich habe da schon ein bisschen mehr erwartet, gerade weil wir eben als Schweiz immer so als innovativ wahrgenommen werden und eigentlich immer gut können Probleme lösen. Bin ich da doch ein bisschen enttäuscht, dass man da mit der Impfstrategie irgendwie nicht so vorwärts kommt, obwohl der Alain Berset ja sagt, bis gäbe es Juni sollten ja trotzdem mal geimpft werden. Andererseits, wenn ich zum Beispiel Israel anschaue, wo ich doch sehr ähnlich finde, gewissen Punkten zu der Schweiz, dort ist man ja im Feldmeister aktuell. Und ich glaube, dass das Modell eben möglichst souverän eigentlich sollte erfolgreicher sein als im Vergleich zu der EU. Das ist ja eines von x Beispielen, wie ein grosses Konstrukt einfach langsamer ist als jemand, der klein und flexibel ist, oder? Und da muss man gar nicht unbedingt. Das ist einem irgendwie. Das weiß man einfach. Das weiß jeder. Klein und fein ist schneller und flexibler als gross und schwerfällig, oder? Und für mich ist das bei der EU. Ich überlege mir manchmal, wie wäre die EU am Anfang gewesen? Was hätte sie ursprünglich wollen? Nicht alles schlecht. Nicht alles schlecht. Aber so wie es jetzt ist geworden, oder? Wenn wir zum Beispiel ein den Studentenaustausch anschauen, dort, ich spule ein paar Monate zurück, im letzten Herbst, Begrenzungsinitiative. Dort haben wir uns alle ja sehr eingesetzt und dort war ein Thema gewesen, oh, die armen Studenten vor der Schweiz, das wird sie nachher blockieren, sie können nachher nicht mehr ins Ausland studieren. Was hast du dir gedacht, Stefanie, wo du das Gejammer hast gehört? Ja, ich musste mich doch ein bisschen an den Kopf müssen recken, weil das Erasmus, das ist ja das, wo wir bis im 2020, Ende 2020 dabei waren. Da sind wir jetzt gar nicht mehr dabei. Und das war von Anfang an klar gewesen, weil es ist im Bundesrat und im Bund ist das viel zu teuer gewesen. Und das hat auch absolut nichts mit den Bilateralen zu tun gehabt. Was dort natürlich ein bisschen das Problem war, die Beziehung mit dem Erasmus hat sich ein bisschen bröckeln, wo wir Masseneinwanderungsinitiativen haben angenommen und so. Und ich finde, das ist brandgefährlich und auch erschreckend, dass so politische Entscheidungen von einem souveränen Land nachher sich auf die Studenten auswirken und auf so Förderprogramme, die eigentlich sehr eine gute Sache sind und beide sehr profitieren. Aber ich finde es ja noch witzig, zum Beispiel England und die Schweiz, die haben Top-Unis in Europa und die sind ja sehr gefragt. Wir haben ja sehr viele Leute aus dem Ausland, darum habe ich da auch nicht Angst gehabt, dass das irgendwie mal gefährdet wäre, weil der Austausch findet immer noch statt und der wird auch immer stattfinden. Also das Gejammer, was wir gehört haben, letzten Herbst, war heisse Luft. Ja, schon ein bisschen. Es gibt da, das ist das Programm movetia.ch. Sie begegnet ihr dem? Also ist das, also für mich als Außenstehende, ich bin nicht lange da in mich einlesen, sehe ich einfach, da gibt es etwas Neues und die Schweiz organisiert sich. Oder? Kann man das so sagen, oder? Also es ist... Genau, also vielleicht, oder? Wir müssen ja wirklich unterscheiden. Einerseits haben wir den Austausch von den Studenten, die in Europa wollen, an eine andere Universität gehen, aber eben...
Grenze ist ja nicht an der EU, sondern wir wollen ja eigentlich einen weltweiten Austausch haben. Und zum Beispiel, wenn man bei der Uni Zürich schaut, die haben ganz, ganz viele Partneruniversitäten außerhalb der EU. Und dort braucht man nicht ein Programm wie Erasmus, sondern dort schaut man als Uni mit anderen Unis zusammen, hey, wie kann man da einen Austausch machen, eben, dass man sich gegenseitig kann Studenten zuschicken und eben von dem Austausch profitiert. Und darum habe ich es auch so ein bisschen schwachsinnig gefunden, die Diskussion, weil Forschung sollte ja nicht in dem Sinn Staatspolitik sein oder Außenpolitik, sondern dort geht es ja darum, dass man möchte Wissen austauschen, Forschung vorantreiben. Und es ist eigentlich ein Schandfleck, wenn die EU genau das Programm nutzt, eben zum Außenpolitik zu machen. Und das zeigt, dass sie eigentlich bereit sind, auf weltweit Top-Universitäten in England oder in der Schweiz zu verzichten als Austausch, einfach um der Schweiz ein weiteres Drohmittel vor die Nase zu halten, anstatt sich eben wirklich dafür die Forschung einzusetzen. Die Beobachtung, die du machst, Camille, oder? Das ist eigentlich eine sehr scharfe Beobachtung. Checken das die Studenten, die in der EU hocken? Die Spielchen, die da gespielt werden? Oder Studenten, was denken die sich zu diesen Spielchen? Es ist schwierig. Also ich habe es bei mir eigentlich an der Uni gar nicht mitbekommen. Also jedes Semester bekommen wir eine Einladung, wo man sich informieren kann über den Austausch, wenn man das möchte machen. Man wird aktiv auch dazu ermutigt, um dann den Austausch zu machen. Und die Austausch- und die Informationsveranstaltung haben genau gleich stattgefunden nach der Masseneinwanderungsinitiative. Also man hat da nicht irgendwie gecancelt. Und ich glaube, als Student hat man das nicht wirklich gemerkt. Und ich glaube auch, dass der Bundesrat viel gemacht hat, dass die Schweiz da trotzdem weiter forschen kann. Aber im Endeffekt muss man sich als Student schon bewusst sein, dass man eigentlich ausgenutzt wird von der EU für Außenpolitik. Und das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis in meiner Sicht, dass man da eigentlich die Forschungszukunft riskiert für Außenpolitik. Das spricht ja nicht für die EU, oder dass sie Spielchen spielt. Einfach nicht. Das spricht nicht für die EU. Und Glaubwürdigkeit, ja, ist eh schon tief und wird immer wieder tiefer, oder? Sagen wir noch schnell, Camille, du bist ein Semester im Ausland gewesen, gell, in den USA. Ja, genau, oder? Ich habe immer gefunden, Unis in der EU ist jetzt also eigentlich nicht so attraktiv. Vor allem, wenn man so die Rankings anschaut und nicht nur von der ETH, sondern auch allgemein von der Unis in der Schweiz sind wir sehr gut positioniert. Und für mich hat es wie gar keinen Anreiz gegeben, außer Großbritannien wäre vielleicht noch spannend gewesen als Austausch. Ich habe mich dann aber für die USA entschieden. Und eben, man kann selber aktiv werden als Student. Also man kann sich auch selber einen Austausch organisieren. Das ist auch kein Problem. Oder eben über die Partneruniversitäten versuchen, einen Austausch zu machen. Und ich glaube, dass eben die Austausch immer noch sehr gut funktioniert. Bei mir hat das wunderbar funktioniert. Ich war in L.A. Los Angeles, ja. Genau, bin ich gewesen, um auch mal zu sehen, wie läuft das an den amerikanischen Universitäten. Und auch wenn ich natürlich so den Direktvergleich habe, muss man schon sagen, also das, was mir in der Schweiz geboten wird, ist immer noch ausgezeichnet und nicht vergleichbar jetzt auch mit den USA. Also ich habe immer noch gefunden, die Uni Zürich macht da einen super Job. Und wir können eigentlich genau stolz sein auf unsere Universitäten und müssen uns da nicht grosse Sorgen machen, dass wir nicht mehr mit der EU zusammenarbeiten, weil wir bieten mehr als sie, ganz klar. Euer Alltag so ein bisschen an der Uni. Dort lese ich, lese das manchmal, ich lese es ein bisschen von den USA oder auch von Deutschland, wie das freie Denken immer wieder mehr gekappt wird oder abgeschnitten wird. Eigentlich ist doch eine Uni ist doch der Ort, wo du frei denkst, wo du Fragen stellst, jeglicher Art, blöde Fragen, freche Fragen, wo Forschung einfach mal auf einem weißen Blatt Papier anfängt
und so. Und aber man bekommt immer mehr mit, nein, gewisse Denkverbote, gewisse Sachen, da wirst du abgeholt, gewisse Referenten werden wieder ausgeladen oder schon gar nicht mehr eingeladen. Und man liest von irgendwelchen Räumen für Snowflakes, also für Leute, wo so ein bisschen scheu sind und ein bisschen Angst haben vor dem Leben. Und dann wird irgendein Präsident gewählt im Land, dann dürfen sie sich auf einmal ausheulen in einem gewissen Raum und so. Haben wir das auch an unseren Unis in Bern und Zürich, so Räume, um sich auszurennen? Oder haben wir das noch nicht? Stefanie? Ist eine sehr gute Frage, dass ich halt 4 Wochen an dieser Uni habe dürfen verbringen Oh, durfte. Dank okay. Corona ist halt jetzt viel von daheim aus passiert. ja. Ich weiss gar nicht, ob es das gibt bei uns. Ich hatte eben noch nicht davon gehört, auch was uns die Uni so ein bisschen vorgestellt haben. Ist das bis jetzt nicht das Thema gewesen? Es gibt viele Büros, also eben auch das Gleichstellungsbüro etc., denke ich, wo so Anlaufstellen sind oder auch, wenn man irgendwelche Probleme hat, gibt es, glaube ich, ganz viele Orte, wo man sich kann melden kann und Hilfe holen. Also ich glaube, das ist recht abdeckt, das Angebot. Aber persönlich habe ich es jetzt noch nie erlebt. Auch unsere Professoren finde ich alle top. Also auch nie irgendwie Äußerungen gegenüber irgendjemandem negativ oder so. Sie haben ihre Meinung. Das finde ich aber auch gut. Das gehört auch dazu, dass man näher miteinander diskutieren kann. Das finde ich mega wichtig. Das habe ich auch im Gymnasium so erlebt. Mit Lehrern, die anderer Meinung waren, habe ich den besten Austausch gehabt. Also bis jetzt habe ich da noch nichts Negatives erlebt. Aber es kann noch kommen. Eben, das habe ich gar nicht gecheckt. Du hast erst ein paar Wochen live an der Uni gehabt und den Rest hockst du am Bildschirm wie jetzt auch gerade wieder, gell? Ja. Genau. Ja, die Welt ist ein bisschen flach geworden irgendwie. Camille, du bist jetzt, du hast jetzt wirklich x Jahre an der Uni verbracht und die Rückblick kannst jetzt dann langsam, ja, deine Memoiren kannst jetzt dann fast schon anfangen schreiben, oder? Wie sieht das Zürich so aus? Ja, also eben so das Snowflake, das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Ich glaube, es spielt auch mega eine Rolle, was man studiert. Ich glaube, vor allem so in den Geisteswissenschaften hat man andere Bewegungen als eben, wenn man zum Beispiel Recht studiert oder Mathe oder Biologie. Sehe ich da schon, dass das einen rechten Unterschied macht. Was ich aber schon merke, ist, dass die Uni versucht, eben in dieser ganzen politischen Korrektheit sehr hoch mitspielen. Also was ich gesehen, was man mir anbietet, jetzt zum Beispiel auch als Mitarbeiterin, Kurs für gendergerechte Sprache, Leitfaden für gendergerechte Sprache, dass man versucht auch, das zu etablieren als normal, dass man da so schreibt. Auch so ein bisschen bei den Studentenvereinen sieht man ganz klar, es hat sehr, sehr viele linke Studentenvereine, wo da eben auch die krass politische Korrektheit und das Ganze immer versucht, sehr hoch zu halten und sich mit dem auseinandersetzt. Und halt auch eben das, was du vorher gesagt hast, Redner ausladen. Ich habe immer weniger das Gefühl, dass es einen Diskurs gibt an der Uni, dass wir da uns mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen. Ich habe das Gefühl, es geht in eine Richtung von gewisse Meinungen dürfen nicht sein und die muss ich nicht akzeptieren und mit denen muss ich mich auch nicht auseinandersetzen, dass man die versucht, einfach aus dem Diskurs rauszuhalten. Und das ist schon etwas, wo ich finde, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Das machen sicher gewisse Leute bewusst, eben, dass es nur noch in eine Richtung geht. Hirnwäsche, hätte ich jetzt mal gesagt. So. Aber so der grosse Teil von der Uni, wo ja denkt, merken die das und schweigen einfach? Oder sie merken es gar nicht, was da abgeht? Oder sie merken es und versuchen etwas zu sagen, aber es sind zu wenig? Ich glaube, es gibt sehr große Gruppierungen, wo eben genau das auch gut findet, oder? Wo genau da der Mainstream, den wir aktuell haben, von der politischen Korrektheit gut findet und mitträgt. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wir haben bei uns am Institut Petitionen für genderneutrale WCs, wo aktuell sind. Also es ist effektiv, dass die Studenten auch dazu beitragen. Und ich habe mehr das Gefühl, die, die sich nicht damit identifizieren und das eben auch einen Schwachsinn finden, dass die sich halt eher zurückhalten und zu wenig halt auch dagegen ankämpfen und sich ja, zeigen. Aber es hat damit zu tun, dass ich vor allem das Gefühl habe bei mir an der Uni, dass wenn man sich
als bürgerlich oder rechts positioniert, dass man dann eigentlich gerade abgestempelt wird und als etwas Böses gesehen wird. Also ich bin da nicht der Liebling bei mir im Studiengang, sondern eher die, wo mir hinter dem Rücken dann flüstern. Und das ist leider schade, dass wir halt wie nicht gehört werden an der Uni oder uns zu wenig auch wehren. Und die, wo dann eben genau die Political Correctness-Forderungen haben, auch sehr laut sind. Das ist einfach eigentlich eine blöde Situation. Der, der am lautesten schreit, der bekommt Gehör oder der bekommt die Bühne. Und wenn es nur 3 von 100 einfach laut schreien, dann bekommen sie die Bühne. Sehr, sehr, schon nur die Tatsache ist schwierig, oder? Du hast gesagt, Camille, also es hat diverse Gruppierungen, eher auf der politisch linken Seite, gibt es da auch Gruppierungen, Klüpplis auf der bürgerlichen Seite an der Uni, oder gibt es das schon gar nicht? Es ist schwierig. Ich habe auch schon wieder ein paar immer überlegt, können wir da etwas starten, können wir da wirklich auch etwas machen. Aber es ist extrem schwer, die Bürgerlichen an der Uni zu vereinen, weil ich glaube, die denken sehr wohl, dass da vieles falsch läuft und auch vieles unnötig findet. Aber ihnen ist auch bewusst, das ist irgendwie die Uni und nachher fängt dann das richtige Leben an und in der Privatwirtschaft gelten dann andere Regeln. Dort muss man sich dann keine Sorgen darüber machen, ob man richtig zum Beispiel gegendert hat. Und ich glaube, die sagen sich, schau, das ist jetzt die Uni und dann nach 3 oder 5 Jahren bin ich da draußen und dann könnte ich eigentlich mich mit dem in Ruhe lassen. Aber es wäre natürlich auch besser, wenn man an der Uni Position bezieht. Ich sehe halt mehr das Problem darin, dass die Uni auch nichts falsch machen will. Also auf jeden Fall möchte man da niemand vor den Kopf stoßen. Man tut lieber genderneutrale Ansprache. Bei mir an der Uni kann man das Geschlecht wählen und zwar nicht nur Mann und Frau, sondern auch X und divers und Zeug und Sachen. Und man möchte bloß nicht etwas falsch machen. Und ich glaube, das gibt auch den linken Studentenorganisationen so viel Macht, dass die Uni sich auch nicht getraut, Position zu ergreifen. Rückgraten, sagt man dem. In Bern, Stefanie, an der Universität Bern, eben, spürst du das noch nicht so unbedingt, oder? Oder hast du schon die Schreibregelungen schon bekommen, wo der Text, also ich finde, aber der Text geht nachher nicht kaputt, wenn man da muss gendern und so. Schade für den schönen Text. Wie hast du das, Stefanie? Also, wir bekommen immer E-Mails und so mit dem Sternli und so, das ist alles angepasst. Und eben, man will ja niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen. Und auch jeder Professor bei uns in der ersten Vorlesung hat gesagt, ja, sie brauchen dann einfach die männliche Form, weil es einfach einfacher geht. Aber nicht irgendwie, weil sie jemanden will diskriminieren oder so. Und ich dachte, Sie noch keine oha, Tomaten? Noch keine Tomaten, nein, glaube ich, ne? nein. Und dann dachte ich, oha, Professoren müssen sich entschuldigen für das. Das ist auch noch heftig. Mir wäre das nicht mal aufgefallen. Weil ich finde, das ist nicht relevant, oder? Ich möchte einfach gerne den Stoff vermittelt bekommen. Und das finde ich schon noch heftig. Und auch der Studienrat ist uns zum Beispiel vorgestellt worden. Und das Rechtigste, was es gibt, ist irgendwie ein FDP. Aber ich glaube, ich weiss auch nicht genau, wie bürgerlich das sie sind. Und es hat schon ganz viel auch so ein bisschen, oder auch richtig kommunistisch oder einfach sehr, sehr linke Ideologien haben, die es gibt. Und ich habe tatsächlich ein paar Bürgerliche in meinem Studiengang gefunden. Und da haben wir auch schon mal überlegt, ja, wird man da nicht etwas machen? Aber die Frage ist natürlich immer der Aufwand und wird man sich outen, oder? Man muss sich als Bürgerlicher ja schon fast ein bisschen outen und sagen, oh Gott, oder? Was hast denn du für Ideologien? Obwohl man ja auch genauso ein lieber Mensch ist wie jemand links, oder? Also, das muss man sich da auch ein bisschen bereit sein. Und ich glaube, dass sie viel Bürgerliche und nicht wie du, Camille, hast gesagt, das ist es nicht wert, oder die Uni ist gleich vorbei. Und nachher im Arbeitsleben spielt es dann wirklich keine Rolle mehr, oder? Und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Problem. Und auch die Angst. Nicht jeder will sich für das outen oder irgendwie angeprangert werden. Man exponiert sich ja schon, oder? Wenn man für eigenständiges Denken ist, oder? Selbstverantwortung. Und da wird ja viel mit Wort umgeschmissen, Wortkeulen, oder? Das haben wir in der Begrenzungsinitiative, sind wir dem immer wieder begegnet. Man argumentiert für Eigenständigkeit, man sagt, die Schweiz soll Kontrolle über dieses Land möglichst gut, möglichst überall selber in eigener Hand haben und schon fliegt das Wort ihr Abschotter und die Schweiz soll sich nicht
einigeln und das ist sowieso weltfremd und so. Ihr zwei, ihr seid etwa die ja irgendwie auf der Straße, an einem Meritstand, irgendeine Kampagne machen, ihr geht hören und mit Leuten reden und so. Was fliegt euch um die Ohren? Camille, was fliegt dir manchmal um die Ohren? Also Wortkeulen. Oh je, also so ein, was man sowieso muss sagen, wenn man ja als SVPler auf der Straße steht, lebt man ja fast ein gefährliches Leben. Und ja, ich glaube, es ist wie so ein bisschen schwierig, dass in den letzten Jahren man so einen Stempel aufgedruckt bekommen hat, eben mit diesen Wortkeulen aus all diesen Kampagnen. Und man wird eigentlich als Hinterwäldler wahrgenommen, der nur in der Schweiz möchte sein und bloß nicht irgendwie Kontakt mit dem Ausland hat. Dabei ist das doch ein Trugschluss. Oder? Ich glaube, es hat nichts mit Abschotten zu tun, sondern die Schweiz ist ein extremes weltoffenes Land. Und was eher passiert ist, dass man verwechselt, dass wenn man eine selbstständige Politik möchte machen, dass das nichts mit Abschottung zu tun hat, sondern eben genau mit dieser Weltoffenheit, dass wir in unseren Regeln entscheiden wollen, mit wem wollen wir welchen Kontakt haben, welche Beziehungen, welchen Handel wollen wir haben, dass das eigentlich eher Öffnung ist, als wenn man sich eben in feste Korsette, wie zum Beispiel Personenfreizügigkeit oder Rahmenabkommen zwängt. Und ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, immer mehr Leute wollen oder finden es besser, wenn der Staat für sie denkt und ihnen alles vorgibt und sie eigentlich wie durchs Leben leitet und das anscheinend als Herausforderung findet, wenn man eben muss selbstbestimmt sein. Und das ist extrem schade. Du gehst gerne in die Ferien, wir gehen alle gerne in die Ferien. Du, Camille, du reist in der halben Welt umeinander, gell? Wo bist du das letzte Mal gewesen, wo man noch hätte können? Schäme fast, ist eben, wo wir noch haben können. Ich bin letzten Sommer in Paris gewesen, aber eben auch, weil ich Familie dort habe und halt lange nicht habe können auf Besuch gehen. Und auch Paris mega schätze als eine Weltstadt und das einfach schön ist, immer wieder zum sehen. Aber ja, ist jetzt auch schon lange her. Also die letzte Ferien habe ich dann eigentlich in Davos gemacht, oder? Skiferien. Also du, in Paris hast du Verwandte? Verstehe ich das? Genau. Ja, ja. Was sagen der See zu La Petite Suisse und Abschottung und ihr wollt immer eure Extrawurst? Sagen sie es so oder sagen sie am liebsten? Was sagen sie? Sie sagen das Gegenteil. Also all meine Verwandten, wir sind ja die von meiner Familie die Einzigen, die in der Schweiz leben. Und die sagen immer alle, wir hätten es richtig gemacht. Und die Schweiz mache ich das super und auch ein Grossteil von meiner Familie ist sehr enttäuscht von der EU. Also wenn ich schaue, was damals, wo es um den EU-Beitritt gegangen ist, was da für Hoffnungen gewesen sind für Frankreich oder bessere Wirtschaftslage, dass sich allgemein die Situation verbessert. Und jetzt, Jahre danach, ist es eigentlich nur noch eine grosse Enttäuschung. Den Leuten geht es nicht besser. Also das sagen meine Verwandten ganz klar. Auch der Euro war für sie nicht etwas, das geholfen hat im Nachhinein. Und man sieht ja in Frankreich, oder, die Proteste mit den Gilets jaunes oder auch die Anti-EU-Bewegungen, die eben den Brexit wollen, die gewinnen immer mehr an Fahrt. Und es ist zum Beispiel auch kein Zufall, dass Marine Le Pen bei den letzten Präsidentschaftswahlen im zweiten Wahlgang gekommen ist. Es gibt sehr laute Stimmen, die eben den Missstand von der EU auch anprangern und auch eben nicht mehr die Zukunft von dem Modell sehen. Und ich glaube, das sieht man europaweit, dass die Enttäuschung gross ist von der EU und dann eben der Blick in die Schweiz oder jetzt auch dann der Blick auf Grossbritannien, dass man sagt, hey, vielleicht ist es doch besser, wenn man nicht Teil davon ist. Wenn was in Grossbritannien jetzt gerade läuft, das ist schön. Ich finde das so richtig schön, dem zuzuschauen. Oder? Stefanie, du gehst hier und da auf England oder auf London in die Ferien oder so, gell? Oder bist du auch schon gewesen? Und... Ja, wir sind schon ein paar Mal gewesen. Ja. Meine Firmengatten, die gehen ganz viel auf London. Die sind wahnsinnig gefreut und da sind wir auch schon mitgegangen. Und auch sonst. Meine Eltern waren noch bei der Brexit-Party vor einem Jahr. Du auch? Bist du auch gewesen? Nein, ich hatte dann Schule. Leider nicht dabei. Ja.
Wie reist man jetzt gerade auf England? Das ist eine Frage, die ich drin habe von einem Herrn oder einer Frau Stäuble. Sie möchte wissen, wie es jetzt mit der Personenfreizügigkeit ist, Großbritannien und so und konkret, wie man jetzt da reist, oder? Also, bis jetzt hat man als EU-Bürger einfach können einreisen, oder? Straight, ohne gross. Und jetzt muss man da mega Papier zeichnen. Wisst ihr das? Also Papier zeigen. Ja, ich habe jetzt gerade vor einem Jahr ist meine Mitbewohnerin, meine ehemalige, ausgewandert auf London. Und für sie war es in dem Sinn kein Problem gewesen. Also dort geht es dann mehr in Richtung, dass wenn du einen Arbeitgeber hast, eine Stelle hast, der sich dann eben engagiert für dich, dass du dann die Aufenthaltsbewilligung eigentlich bekommst, oder? Was ja auch Sinn macht, oder? Dass wenn du auf England auswanderst, dass du dort eine Stelle hast, oder? Dass man das auch garantieren kann und dann eben der Arbeitgeber sich dann dafür einsetzt, dass du nachher dort kannst dann leben. So wie wir das zum Beispiel in der Schweiz haben mit den Kontingent, oder? Genau. Für Drittländer. Und jetzt nur wenn du in die Ferien gehen würdest, gehst 2-3 Wochen, willst du auf London gehen oder ein bisschen schon nach Cornwall schauen. Weißt du da, Stefanie, also kümmerst du dich darum? Nehmen wir mal an, man kann diesen Sommer endlich wieder ein bisschen in die Ferien gehen. Es ist ja so, dass ziemlich schnell nach dem Brexit hat unser Bundeskommen gemacht. Oh, jetzt ist es geblieben stehen. Ah, ist wieder gut. Ich höre dich, ja. Super. Nachdem ja Großbritannien aus der EU ist, hat eigentlich unser Bundesrat sehr, sehr schnell ein Abkommen mit Großbritannien verhandelt, dass das überhaupt kein Problem ist. Und das geht also nach wie vor ganz einfach und so, wie man es sich eigentlich gewöhnt ist. Also, können wir die Idee nehmen für auf England? Oder müssen wir einen Pass machen? Du brauchst einen Pass und wie das hat ja in dem Sinne nichts mit der Personenfreizügigkeit zu tun, sondern das wäre ja der Schengen-Raum, oder, wo wir ja können, ohne Grenzkontrolle und Pass reisen, sondern mit der Idee und also Großbritannien ist ja kein Mitglied davon, oder? Das heisst, man hat auch schon vorher den Pass gebraucht, um dort anreisen. Das heisst, dort hat sich in dem Sinn nichts geändert. Es ist mehr das Problem aktuell, dass man ja nicht überhaupt einreisen kann wegen der Pandemie, weil Großbritannien ja meines Wissens noch immer noch im Lockdown ist seit Monaten. Ja, am 7. März haben wir da unsere Abstimmung und eine von den Vorlagen, das das Abkommen mit Indonesien. Soll ich euch jetzt stinkfrech fragen, was ihr auf den Zettel schreibt? Stefanie? Also ich würde Ja sagen, weil ich glaube, das Freihandelsabkommen ist ganz, ganz etwas Wichtiges für uns. Wir können einen grossen Fortschritt gegenüber der EU. Es hat noch niemand von diesen grossen Handelsmächten ein Abkommen mit Indonesien. Es ist ein aufstrebender Markt. Man hat das Freihandelsabkommen auch so verhandelt, dass das nachhaltiges Palmöl kann produzieren, dass es eine Win-Win-Situation für beide ist und Handel bringt auch Leute aus der Armut. Ich finde, es ist eine grosse Chance für uns und wir können auch uns wir sind auch unabhängig gegenüber der EU, weil wir andere Märkte, aufstrebende Märkte können bewirtschaften und dort ein grosses Los gezogen haben. Darum hoffe ich, dass das angenommen wird vom Volk. Und du, Camille, was schreibst du drauf? Also bei mir auch ja, grundsätzlich, oder? Wir müssen von dieser Idee wegkommen, dass die Schweiz nur Handel mit der EU betreibt. Also auch gerade in dieser Diskussion, die wir hatten, zu den Begrenzungsinitiativen, hat man ja ganz klar müssen sagen, die EU verliert an Wichtigkeit als Handelspartner für die Schweiz. Wenn man ja Großbritannien weggerechnet hat, sind glaube ich nur noch 46% von unseren Exporten in die EU gegangen und der Rest eben sonst in die Welt. Und das wird auch so weiter sich entwickeln. Und das ist genau der richtige Schritt, dass die Schweiz jetzt eben auf die Länder außerhalb der EU zugeht und versucht eben möglichst viel Freihandelsabkommen abzuschliessen, weil der Handel ist ein Welthandel und ist nicht nur ein Handel mit der EU. Und darum ist das ein richtiger Schritt, oder? Dass man das Freihandelsabkommen macht und bitte so weitermachen. Dort ist ja jetzt eigentlich eine gute Stimmung mit eben Brexit, der Ankick von Großbritannien, aber mit diversen Organisationen in der Schweiz, die auch
am Rahmenvertrag riesengroße Fragezeichen hersetzen. Und ich glaube, ja, der Rahmenvertrag, da würde sich jetzt ein neues Thema noch öffnen. Aber ich glaube, wir lassen das mal. Wir sind jetzt Mai 20 ab 1. Wir haben noch einen Nachmittag vor uns, bevor wir dann ins Wochenende gehen können. Stefanie, du hast mir gesagt, du sollst noch gar nicht Skifahren. Gehst du noch ein bisschen? Ja, mal schauen, ob es das Wochenende etwas gibt. Es macht mich im Moment leider nicht so, obwohl das Verhältnis traumhaft sind, seit Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Aber mit Corona und wenn die Beizen nicht offen sind, bin ich ein Beizenskifahrer. Und das fällt schon und das schneckelt im Moment ein bisschen an. Darum mal schauen, ob es noch etwas wird. Ja, mir geht es eben genau gleich. Also irgendwie mindestens am Schluss noch die Berge bewundern mit einem heißen Kaffee. Das, wenn man das nicht kann, dann ist einfach Skifahren. Ja. Aber ja, merci viel, viel mal, habt ihr euch Zeit genommen. Wir schätzen das sehr. Es ist wichtig, dass wir nicht schweigen. Es ist wichtig, dass wir unsere Stimme hören lassen. Und es kann einfach nicht sein, dass die am lautesten schreien, die Bühne bekommen. Es kann nicht sein. Wir haben den nächsten Wortwechsel in 2 Wochen wieder. Wir machen am Donnerstag, am 4. März. Zeit, das werden wir noch bekannt geben. Auf unserer Website werdet ihr das können lesen, ob es um den Mittag rum ist oder am Vorabend. Und was ihr auch könnt, der Wortwechsel von jetzt gerade, der wird ab Mitte dem Nachmittag online sein, zum Nachschauen. Und der Wortwechsel Nummer 1, der ist auch online schon seit einer Woche. Merci, seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Auf Danke, Wiedersehen. Tom. Tschüss zusammen. Tschüss.